an Schwerin. Den Punkt hat gemacht die Volleyballerin des Jahres, Luisa Lippmann. Ist ja auch so ein kleines Duell der beiden Diagonalangreiferinnen, Luisa Lippmann und Pia Korhonen auf Dresdner Seite. Beide sind die Spielerinnen in der Volleyball-Bundesliga der Frauen, die die meisten Punkte bisher gemacht haben. Wird also auch darauf ankommen, wie sie sich hier durchsetzen können. Greta Schakmari, die Ungarin, mit einem cleveren Lob ganz lang hinten auf die Position 1. Lauren Barfield, 27 Jahre alt, die US-Amerikanerin mit dem ersten Ass der Partie. Der ist böse geflattert, der Ball. Und deswegen ist Katharina Schwabe da in Schwierigkeiten bei der Annahme gekommen. Schöne Abwehr von Denise Hanke und auch Lauren Barfield hatte da schnell reagiert, ist da sauber hingegangen zum Zuspiel, aber dann hat Dresdens Block zugepackt. War da schön die Diagonale zu gegen Luisa Lippmann. Sascha Planinczek war es. Die 22-Jährige aus Maribor. Direkt nochmal ein guter Dresdner Block hinterher. Diesmal Eva Hodonova. Annahme ist perfekt. Dann gibt es den schnellen Ball raus auf die Position 4, also vor der Zuspielerin. Und Greta Schakmari mit schöner Athletik, technisch sauber, die Linie runter. Oh, jetzt geht nur der hohe Ball. Über Pia Korhonen, die Finnin. Neu beim Dresdner SC seit dieser Saison und spielt eine Riesen. Saison, muss man einfach mal so sagen. 21 Jahre jung, 1,87 Meter groß. Ah, gut gesichert. Nochmal. Jetzt hat der Block Zeit. Aber Dresden ist im Vorteil. Danke, Ballsituation. Nächste gute Abwehr von Karocci. Und der Ball ist ein bisschen zu lang, aber bei Schwerin ist man der Meinung, da wäre irgendwie noch ein Finger dran gewesen. Das, ja, sie zeigt es an, Greta Schakmari, ein Finger des Dresdner Blocks. Ärgert sich, dass die Schiedsrichter das nicht anzeigen. Wir können es dann auch nicht auflösen. Dresden spielt das schön runter jetzt. Erstes Tombo gespielt über Ivana Mirdak. Sehen wir hier. Hier da einen guten Abstand zum Netz, guten Abstand zum Ball. Sieht genau, wo Dresdens Block ist. Man kann dann den Punkt setzen. Fällt genau auf die Linie, der Ball. Erstmals gibt es eine 3-Punkte-Führung, und zwar die 3-Punkte-Führung für die Gäste. Ja, jetzt sogar die Chance, auf 4 Punkte wegzugehen. Und genau das wollte Schwerin ja eigentlich vermeiden, dass Dresden viel erstes Tempo spielen kann, viel durch die Mitte spielen kann. Aber da hat es jetzt schon einige Punkte gegeben. Über Mirdak zum Beispiel, die hier wieder erste
technischen Auszeits in diesem Topspiel. Hören wir mal rein. Then this high ball, when this number 12 got the high ball from 3-4 meter out of the net, we block the line. We block the line, okay? Then diagonal we take this defensive ball, okay? And after our attack, we switch to block and defense, must go fast. They make a ball in the block, they cover, middle blocker comes immediately. We have to turn quick and we have to play block and defense. The switch between our attack and block must be much faster. Okay, let's go. Mit 3:1 war Schwerin hier in Führung gegangen. Jetzt steht es aus Schweriner Sicht 4:8. Heißt, es gab einen 7:1 Lauf für diese Mannschaft hier in den schwarzen Trikots. Und diesen Lauf gilt es jetzt fürs Team in Gelb zu stoppen. Dafür muss die Annahme kommen. Die Annahme ist perfekt. Schöner Spielzug der Schwerinerinnen. Peter Dumancic zieht den Dresdner Block. Das können wir jetzt hier sehen, indem sie einbeinig darüber geht. Und genau dazwischen kommt dann aus dem Hinterfeld Luisa Lippmann an. Und bevor der Dresdner Block geschlossen ist, geht der Ball dadurch. Fehlaufschlag Schakmari, der zweite insgesamt für Schwerin ein bisschen, ja. Bisschen wackelig die Annahme. Nächster Punkt Dresden. Weil Dresden sehr konsequent die Punkte macht. Wenn sie denn abgewehrt haben, führen sie hier auch mit 5 Punkten Vorsprung. 10:5 steht's. Wieder der schnelle Ball über die Außenposition. Eine Parademittel der Schwerinerinnen. Das ist Peter Dumancic. Arm aufpackt. Versucht lang auf die 1. Weil da geht nur der hohe Ball. Vorteil für Schwerin. Und das macht Jennifer Gertis sehr, sehr clever. Diesmal zieht sie nicht durch, sondern sieht, dass sie da vor sich so ein bisschen ein Loch hat. Und da wird der Ball dann halt reingelegt. Ist auch nichts zu machen für Myrtus Roth in der Abwehr. Genau der gleiche Aufschlag nochmal. Der Pipe, der Hinterfeldangriff, durch die Mitte, über Pia Korhonen gespielt. Schöne Länge im Angriff von der Finnin. Mit 16 Jahren im Übrigen hat sie ihre Profilaufbahn gestartet. Kein Tusch, also ich habe keinen Tusch gesehen. Ball ist zu lang, Punkt für Dresden. Schwerin moniert jetzt schon, dass sie zum zweiten Mal benachteiligt worden seien. Also beim ersten Ball vorhin bin ich mir nicht sicher gewesen. Jetzt habe ich da keine Chance gesehen. Lauren Barfield hat eine Wahnsinnshöhe, wenn sie da durch die Mitte angreift. Sie könnte den Ball im Zuspiel das ein oder andere Mal noch ein bisschen höher gebrauchen, damit sie diese Höhe auch ausnutzen kann. Man wird auch jetzt gerade nicht mit ganz ausgestrecktem Arm zuschlagen. Die Hand war drunter von Carocci. Die Hand war drunter. Da hat er sich meines Erachtens vertan, Manfred Brommert.
gucken wir nochmal hin. Wir haben die Zeitlupe. Ja. Fehlentscheidung. Das geht noch weiter. Schön gerettet von Denise Hanke. Vorteil Dresden allerdings. So, und jetzt hat es zum ersten Mal mit dem Schnellangriff durch die Mitte nicht funktioniert beim Dresdner SC. Marin Apitz und der Planinzec mit so einem kleinen Abspracheproblem, was das Tempo des Balles betrifft. So, der passte jetzt auf jeden Fall. Karocci macht sich zwar so lang sie kann. Die italienische Libera. Der Schwerinerin, da kommt sie angeflogen, aber diesmal passt es überhaupt nicht. Da waren ihre 1,74 Meter dann doch ein bisschen wenig. Der Luisa Lippmann bringt den Ball durch. Felix Koslowski und Schwerin bleiben nach Punkten dran, aber es sind halt 3 Punkte Rückstand, die muss man erstmal aufholen. Jetzt könnte da schon mal was klappen. Tut's auch nach dem Angriff hier von Shagmari, die bisher sehr, sehr sicher ist in ihren Angriffen. 5. Angriff. 3. Punkt, das heißt, das ist eine gute Quote. Nächster guter Aufschlag, das muss ein Punkt sein. Für Schwerin ist es auch. So, und jetzt sind wir hier auch nach Punkten wieder komplett auf Augenhöhe. Es gibt die erste taktische Auszeit dieser Partie, genommen von Alexander Weibel, vom Dresdner Trainer. Ein bisschen schneller die Richtung lesen. Vielleicht wird die einen Schritt mehr in Richtung gehen, sodass du einen Schritt mehr rechts anfangen kannst. Das ist fein. Ja, we get great touches in block. Really good. Now just one side out and continue in our game plan. Yeah? Jo, alles andere als aufgeregt. Alexander Weibel hat auch einen kleinen Hinweis gegeben an Katharina Schwabe. In der Annahme soll sich vielleicht so einen ganz kleinen Moment länger anschauen. Wohin denn der Aufschlag kommt, also die Hand so ein bisschen anschauen und die Ausrichtung der Schulterpartie, um dann vielleicht schon so einen halben Schritt nach rechts machen zu können. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Ja, perfekte Annahme. Trotzdem kommt Marien Apitz da noch ins Netz, sagt Manfred Brommertz beim Zuspielversuch. Können wir aus der Einstellung nicht sehen. Da hätten wir jetzt die Netzkamera gebraucht. Auf jeden Fall Ausgleich. Kohonen mit dem Angriffsfehler. Führung Schwerin. Also Schwerin hat sich hier nach 5 Punkten Rückstand wieder rangearbeitet. Und vor allen Dingen mit den Aufschlägen von mir, von Lauren Barfield. Hat es da nochmal einen Impuls gegeben. Und jetzt hat es auch einen Impuls gegeben bei Dresden. Wechsel auf der Annahmeposition. Katharina Schwabe ist da jetzt erstmal rausgekommen und für sie ist Marit Jasper aufs Feld. Sonst dieses andere Fenster, das sie sich angucken konnte, durfte, sollte, musste Lauren Barfield. Das hat schon gereicht. Aufschlag zu lang. Barbara Witzorke
kommt beim Aufschlag rein für Sascha Planinček. Greta Schakmari konzentriert sich auf die Annahme. Da haben wir Barbara Desorge. Das ist das klassische Schweriner Spiel. Solide Annahme, schneller Ball über die Außenposition. Und da sind sie gut besetzt. Wir sind bei der zweiten technischen Auszeit des ersten Satzes. Ganz kurz nochmal, immer wenn eine Mannschaft 8 oder 16 Punkte erreicht hat, dann gibt es diese technischen Auszeiten. Okay, she tried 2-3 times dive and I was 2 mistakes, 1 defense from us, so we control good there, okay? So position 4, keep good the line, middle when you feel about a shot, then no time you can work inside, okay? But the rest we organize with our defense, okay? Good job, come on! Go! Da mal den letzten Ball nochmal von Greta Schakmari. Die ist jetzt mittlerweile bei 5 Punkten angekommen. Ist damit erfolgreichste Punktesammlerin beim SSC Fallberg Schwerin. Bei Dresden ist das Pia Korhonen. Die hat 4 Punkte bis hierher gesammelt. Und Luisa Lippmann schlägt weiter auf. Geht das noch? Ja, das geht nicht mehr. Den Lob kurz hinter den Schweriner Doppelblock haben sie als taktisches Mittel auf jeden Fall vorher besprochen. So oft wie sie den schon gesetzt haben, die Dresdnerinnen. Und bisher erfolgreich. Es geht bis 25, wie immer, beim Volleyball, zumindest in den ersten 4 Sätzen. Heißt, wir nähern uns so langsam der Entscheidung im ersten Satz. Gucken wir mal ganz kurz auf die Fehler bei den Aufschlägen. 3 Fehler bis hierher bei Schwerin, 2 Fehler beim Dresdner SC. Das ist nicht so überragend viel. Beide Teams versuchen viel Druck mit den Aufschlägen zu machen. Da geht mal der ein oder andere weg. Das hat in der Rotation davor schon gut funktioniert. Mit dem Hinterfeldangriff über Luisa Lippmann. Nachdem vorher Peter Dumancic den Dresdner Block weggezogen hat. Annahme ist gut von Wirtes Roth. Ah, nicht verletzen. Dresden deutlich häufiger mit dem ersten Tempo unterwegs. Hier auch wieder der Einbeiner über Kopf von der Zuspielerin von Marien Apitz weit weg, also raus an die Antenne gespielt. Mutiger Angriff von Jennifer Gertis. Es war ein langer Weg, den Sascha Planinček, Dresdens Mittelblockerin, da machen musste. Weil der Pass halt über die komplette Breite des Feldes ging, also über die ganzen 9 Meter. Und da muss man erstmal hinterherkommen. Marek Jasper. Niederländerin, niederländische Nationalspielerin. Der passte genau auf die Linie hinten. Boah, gut gemacht von Karocci. Und der war jetzt hoch genug für Lauren Barfield. Auch Schwerin mit dem ersten Tempo, aber vor allen Dingen war das ein Punkt von Luna Karocci, Schwerins Libera, die sich hier ganz lang macht, nachdem der Ball am Netz hängen geblieben ist.
Missverständnis zwischen Lippmann und Dennis Hanke. Sakmari mit der Chance. Erstmal nicht genutzt. Pia Koronen. Langer, langer Ballwechsel. Und dann das Missverständnis bei Dresden, nachdem der Ball 3-4 Mal hin und her ging über das Netz. Planetzec näher bei Apitz, als die das erwartet hatte. Nächste taktische Auszeit ist genommen vom Dresdner SC. Wir lieben spannende Matches. Gehen Sie auf Nummer sicher mit Gegenbauer, der Dienstleister für die Baureinigung. Ja, das ist Haben wir nochmal das letzte Missverständnis gesehen. 2 Punkte Führung jetzt fürs Heimteam, für den SSC Vollenberg-Schwerin hier in der heimischen Arena. Geht noch weiter, gut gerettet von Marina Apitz. Aber das ist jetzt auf Schweriner Seite auch eine sehr positive Körpersprache. Dresden sucht jetzt gerade so ein bisschen nach der Dominanz der ersten Hälfte des ersten Satzes. Das erste Tempo wieder wichtig fürs Selbstvertrauen, sowohl von Marina Apitz als auch von Sascha Planicic, dass sie sehen, na, klappt doch. Entschieden ist hier noch gar nichts in diesem ersten Satz. Marit Jasper schlecht auf. Sie haben die Höhe gefunden, Denise Hanke und Lauren Warfield, die die US-Amerikanerin braucht im ersten Angriff. Mit ihren Aufschlägen kam die Wende zugunsten Schwerins im ersten Satz. Und jetzt hat Schwerin 4 Satzbälle. Nochmal zur Erinnerung, Dresden führte mit 15-10. Jetzt hat Schwerin 4 Satzbälle. Kurzer Aufschlag. Erster Satzball abgewehrt. Über Pia Koronen. Das war eine Berührung zu viel von der Pia Koronen. 2 Mal nacheinander nämlich. Und damit ist der erste Satz hier in der Vollenberg Arena Geschichte. Den hat sich der SSC Vollenberg Schwerin mit 25-21 geholt. Und die Stimmung ist so, wie es bei einem Topspiel sein soll. Absolut top. In 3 Minuten geht's weiter mit dem nächsten Satz hier bei der Partie zwischen. Den Ball durch, schauen wir mal ganz genau hin. Ja, genau, weil nämlich Lauren Barkhüt da die Hände im Block nicht ganz sauber zusammen hat. Katharina Schwabe, Dresdens Kapitän, wieder zurück auf dem Feld. Ja.
Und da haben wir dann den ersten direkten Blockpunkt für den SSC Palmberg. Schwerin, gucken wir mal ganz genau hin. Jawohl. Die Hände sind sauber zusammen. Lauren Barfield und Luisa Lippmann. Das ist auch mal ein geschmeidig großer Block. Lauren Barfield, die wir hier sehen, 1,93 Meter groß. Und Luisa Lippmann auch 1,89 Meter. Da muss man dann auch erstmal vorbeikommen. Leichter Angriffsfehler von Hodanova. Barfield schlägt weiter auf. Lange, druckvolle Aufregung. Das unterstützt auch die Abwehr. Lisa Lippmann geht auf Nummer sicher. Der geht noch rüber, das war nicht gewollt so. Von Dumančić. Jason sagt danke. So, wir haben den Ausgleich 2:2. Und wir gehen alle mit rein und dann kommen wir mit dem Rhythmus. Sascha, Planning Check. Zum ersten Mal das erste Tempo gespielt mit Petar Dumančić und erfolgreich. Klassisch der Aufsteiger. So, herzlich willkommen jetzt auch an alle Zuschauer hier auf Sport 1 zum Topspiel der Volleyball-Bundesliga der Frauen zwischen dem SSC Palmberg Schwerin in den gelben Trikots und dem Dresdner SC. Zweiter der Tabelle gegen Dritter der Tabelle. Und genau so findet dieses Spiel hier auch statt. Viele spektakuläre Ballwechsel, wie dieser hier. Begonnen hat es im Übrigen exakt um 20 Uhr. Wir befinden uns jetzt hier im zweiten Satz. Den ersten Satz, den hat sich Schwerin geholt mit 25:21. Und jetzt sind wir gerade mal in der Anfangsphase von Satz Nummer 2. Und Sie sehen es hier oben links in der Grafik. Es steht 3:3 nach Punkt. Beide Teams mit viel, viel Druck im Aufschlag. Aber die Annahme, sie steht ganz gut. Auch bei beiden Teams. Und der Block ist dran. Peter Dumančić und Greta Schack-Mari gegen den Angriff des Dresdner SC. Aber die Hände zeigen so ein bisschen nach außen. Genau da geht der Ball dann auch hin. Deswegen Punkt für Dresden. Fehlaufschlag. Pia Kohonen, die Diagonalangreiferin des Dresdner SC. Es wird viel davon abhängen, hat Felix Kostowski, der Schweriner Trainer, gesagt vor dem Spiel, ob wir die Diagonalangreiferin, heißt Pia Kohonen, von Dresden in den Griff kriegen und ob wir die Mittelblockerin, die Schnellangreiferin, in den Griff kriegen. Gerade eben haben wir Pia Kohonen gesehen, jetzt sehen wir eine Schnellangreiferin, Ivana Mrdak. Und da haben wir schon mal schön, wie aufs Stichwort, die beiden entscheidenden Faktoren oder mitentscheidenden Faktoren im Dresdner Spiel gesehen, die, wenn sie funktionieren, Schwerin das Leben richtig schwer machen. Geht noch weiter. So, da haben wir dann auch jetzt die Stärke der Schwerinerinnen gesehen. Schön alles wie auf dem Tablett serviert für uns. Nämlich der zügige Pass raus auf die Außenposition. Hier vorgeführt von Denise Hanke, Nationalspielerin. Und vollendet von der Jennifer Gertis, deutsche Nationalspielerin. Schöner Hinterfeldangriff durch die Mitte. Über Pia Kohonen. Das ist Punkt Nummer 6 für den Dresdner SC. Und am Aufschlag für Dresden. Ivana Mrdak, 24 Jahre alt, die Mittelblockerin aus Serbien und hier auch in der Abwehrstelle unterwegs gewesen. Lauren Barfield
spielt eine ganz starke Partie bisher heute. Das ist ihr zweiter direkter Blockpunkt. 1,93 ist sie groß, die US-Amerikanerin aus Tacoma, die seit 2016 in Schwerin spielt. Oh, jetzt wird es schwierig für Dresden. Der Ball kommt sauber nach vorne bei Schwerin. Und da war dann wieder Lauren Barfield. Also über lange Strecken der Saison hatte Schwerin Probleme damit, Lauren Barfield in der Mitte gut einzusetzen. Weil sie halt brutal hoch ist, die US-Amerikanerin. Aber mittlerweile haben sich Denise Hanke und Lauren Barfield da eingegroovt. Zumindest heute klappt das richtig gut. Sechster Punkt schon für Barfield. Geht noch weiter. Technischer Pfiff gegen die Zuspielerin aus Schwerin, gegen die Nummer 10. Wir sehen sie hier, Denise Hanke. Die hat den Ball da nicht sauber in den Fingern gehabt. So, jetzt kommt dieser Ball. Riesen hier. Da war sie nicht zeitgleich mit den Fingern am Ball. Und dadurch hat der Ball diese Rotation bekommen. Der Pfiff von der Manfred Brommer. Der erste Landesrichter ist völlig in Ordnung. Und jetzt kommen wir zur ersten technischen Auszeit des zweiten Satzes. 8-7 die Führung für Dresden. Okay, so. Hey, take care of these high ball situations that we got already from the other side, yeah? Like I said, a lot of tips and raw shots is coming, okay? So, I prefer here that Luna, you take this ball, this tip. Shot. This short tip, yeah. Okay, you wait 5 meters, super loud, you go away, tip okay. Precise. Okay. We have so many opportunities from transition there. Okay, let's go. Rechtzeitig zurück hier in der Palmberg Arena. Wir sehen hier Felix Koslowski, den Coach der Schwerinerinnen. Wer sich da ganz genau die Zahlen nochmal anschaut. Das ist eng zugegangen. Im ersten Satz, es geht eng zu. Im zweiten Satz, ich meine, das ist ja auch ein absolutes Spitzenspiel hier. Beide Mannschaften haben zweimal gegeneinander gespielt. In dieser Saison schon zweimal ging es über die volle Distanz, also über 5 Sätze. Beide Male hat Dresden gewonnen. Es war allerdings auch sowohl im Pokal als auch in der Liga in Dresden. Jetzt gibt es diesen kleinen Vorteil des Heimspiels halt für Schwerin. Schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Das war ein Geschenk für Lauren Barfield. Die macht noch ein Schleifchen drum und schickt das Geschenk zurück nach Dresden. Katharina Schwabe hat da die Annahme mal direkt rüber geschoben Richtung Schwerin. Kriegt natürlich direkt den nächsten Ball, aber den hat sie jetzt gut geholt. Das war eine Idee von Greta Schakmari, aber es war keine Idee, die zum Erfolg geführt hat. Der Angriff von Katharina Schwabe schon. Neun beide. Zweiter Satz. Schön gewartet von Didi Sanke, bis der Ball aus dem Netz rauskommt, um ihn zumindest weiter spielen zu können. Und das ist dann eine relativ leichte Übung für Pia Koronen, die finnische Diagonalangreiferin des Dresdner SC. Hat da nur einen Einerblock gegen sich und da kommt sie eigentlich regelmäßig durch. In Finnland wird sie, die seit sie 16 ist, Profi ist, als Finnlands stärkste Waffe auf dem Volleyballfeld bezeichnet. Dresden
mit dem Service-Winner von Katharina Schwabe. Ah, Shagmari jetzt mit Schwierigkeiten in der Annahme. Da hat sie jetzt noch versucht, mit einer anderen Technik anzunehmen, nämlich im oberen Zuspiel. Das ist ja daneben gegangen, sehen wir hier. Der ist hier über die Finger gerutscht, der Ball. Da kann auch Karachi nichts mehr machen. Wechsel auf dieser Annahme Außenposition bei Schwerin. Die Annahme hat schon mal geklappt. Oh, lala. Schöne Abwehr von Katharina Schwabe. Zweite Chance für ihn. Und dann ist es wieder Lauren Barfields, die den Punkt macht. Also wenn eine Mittelblockerin die meisten Punkte in einem Team macht, dann muss sie schon überragend unterwegs sein. Bis hierher ist Lauren Barfield das auch. Pia Korhonen mit ihrem nächsten Punkt. Sie ist dann jetzt auch bei 9 Punkten angekommen schon. Abwehraktion auf beiden Seiten. Und dann gibt es den Punkt für Schwerin. Jelena Ulovic. Hoch rein in den Dresdner Block. Bei Dresden. Luisa Lippmann setzt den Ball ein bisschen zu lang. Luisa Lippmann vor Beginn dieses Spiels zu Deutschlands Volleyballerin des Jahres gewählt worden, beziehungsweise sie hat die Auszeichnung zur Volleyballerin des Jahres überreicht bekommen. Ganz, ganz wichtige Spielerin hier in Schwerin und ganz, ganz wichtige Spielerin in der Volleyball-Nationalmannschaft. Im Satz Nummer 1 lag Schwerin schon mit 10-15 hinten, bis sie dann diese Aufholjagd gestartet haben und den ersten Satz geholt haben. Heißt, auch wenn Schwerin jetzt hier mit 12-14 hinten liegt, also eine Vorentscheidung ist hier bei weitem noch nicht gefallen. Zumal, wenn dann noch so ein Glück dazu kommt, über diesem Extremnetzroller von Jelena Ulovic. Wir ganz kurz hier nochmal zur Palmberg Arena. Die ist sowas von ausverkauft. Es gab 2 Stunden vor Spielbeginn, nur damit die Tageskasse geöffnet werden kann, noch 11 Stehplatztickets. Die waren dann aber im Prinzip mit Kassenöffnung weg. Also, hier ist gar kein Platz mehr frei. Gut gesichert von Denise Hanke. Jetzt gibt es aber den Vorteil für Dresden und die Chance, die Führung auszubauen. Erstmal nicht genutzt. Ah, Missverständnis, was das Tempo betrifft. Das war taktisch sehr gut von Ulovic, die da lange hinten gestanden hat, um den Ball zu sichern. Dann greift Dresden den Block nochmal zu und Dresden ist mit 3 Punkten vorn bei der zweiten technischen Auszeit. Das Hinspiel ist am Mittwoch, den 21.12.18 in Italien. Und das Rückspiel steht natürlich auch schon fest am Donnerstag, den 1. Drittel. Um 9 Uhr hier bei uns in der Palmberg Arena. Wir freuen uns natürlich dann wieder auf eine ausverkaufte
Arena. Das war das, was wir zeigen. Wir gehen weiter. Und 5. Okay. If she's pushed, just try to push your right hand and anything else defense. Yeah, don't start now. Everywhere the same. Yeah, take away this main direction and then wait for the other. Push right in! Ein Hinweis in eigener Sache. Sky Sport News HD, die zweite Bundesliga auf Sport 1 ab Freitag ab 22.15 Uhr. Es geht spannend zu in der zweiten Liga. Reinschauen lohnt sich definitiv. Apropos Spannung, es lebe der gepflegte Übergang. Spannung gibt's auch hier reichlich in der Pallenberg Arena. Jennifer Gertis heute sehr mutig in ihren Angriffen, zieht da voll durch. Wird noch schön höher auch im Angriff oben an die Finger von Ivana Mirdak. Und die ist auch immerhin 1,94 groß. Da muss man erstmal sauber oben hinkommen. Schöner Spielzug von Dresden. Da musste Marien Apels, die Zuspielerin, ganz schön schnell laufen. Und dann gab es noch das präzise Zuspiel auf Pia Korhonen im Hinterfeld. Das können wir hier sehen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Jennifer Gertis, was sie denn so bisher gesammelt hat an Punkten. Ist da auch jetzt schon bei 7 angekommen. Eine Erfolgsquote im Angriff von deutlich über 50%. Und es ist nicht immer nur der harte Schlag. Es ist, wie auch gerade gesehen, ab und an mal der gefühlvoll eingewickelte Shot. Das mag Katharina Schwabe. Aus der Annahme raus zum Angriff gehen. Und zwar dann einen recht schnellen Pass bekommen. Nach vorne sehen wir hier. Da kommt sie und da geht sie schon rechts an. Und dann kriegt sie den Ball auch schnell. Und dann hat sie auch eine schöne Länge im Angriffsschlag. Der fällt da auf den letzten Meter runter. Der war der Punkt, zum Glück mit der Punkt. So, Sie wissen es natürlich, es geht in den ersten 4 Sätzen beim Volleyballspiel immer bis 25. Heißt, wir nähern uns der entscheidenden Phase dieses zweiten Satzes. Definitiv, und eine Entscheidung ist hier aber weiter noch nicht gefallen im Satz Nummer 2. Gewonnen hat übrigens eine Mannschaft ein Volleyballspiel, wenn sie 3 Sätze gewonnen hat. Heißt, es kann maximal über 5 Sätze gehen. Schauen wir mal, wie das heute hier wird zwischen Schwerin und Dresden. Beide Teams im Übrigen noch international unterwegs im CEV Cup, quasi die Europa League des Volleyballs. Und dann gibt es noch ein drittes deutsches Team, das da unterwegs ist. Allianz MTV Stuttgart nämlich. Also 3 deutsche Teams im Viertelfinale des CEV Cup. Das ist auch mal ein Ausrufezeichen, dass die deutschen Top-Teams international aber mal so richtig konkurrenzfähig sind. Barbara Wezorke vielleicht auch reingekommen, extra für den Aufschlag. Die Hand war drunter von Maren Apitz. Die Schweriner Fans mögen das nicht so sehen. Pfeifen laut, das hat aber so eine Historie, weil der Schiedsrichter Manfred Brommert da vorhin im ersten Satz Schwerin einen Ball abgepfiffen hat. Gucken wir mal hin. Ganz flache Hand unter dem Ball und zwar vollständig. Die Technik nennt sich Pancake, weil die Hand halt so flach ist wie ein Pfannkuchen. Und das war auch alles korrekt.
Dresden wieder mit dem ersten Tempo. Das will Schwerin möglichst unterbinden. Ganz unterbinden kann man das nicht. Ulovic hält die Annahme gut. Weil sie reingekommen ist für Greta Schakmari. Guter Aufschlag, gute Annahme. Dresden jetzt mit einem schönen Rhythmus aus dem Sideout raus, also aus der eigenen Annahme raus. Viel erstes Tempo, viel über Ivana Mrdak. Die kriegt ihre Angriffe durch, regelmäßig durch. Und so ist Dresden hier mit 3 Punkten vorne und braucht nur noch 3, um das Setzen auszugleichen. Luisa Lippmann wieder, Volleyballerin des Jahres mit ihrem 7. Punkt. Der passt, der Aufschlag von Beta Dumancic. Ass für Schwerin und jetzt wird's wieder eng hier im zweiten Satz. Und rapzap reagiert Dresden, Alexander Weibel mit der taktischen Auszeit. Davon hat er ja 2 pro Satz. Wir sind jetzt gerade für uns bei der Rollen. Wir sind Dank gesagt. Recht herzlich bei der Landesauswahl der Bildung von Pommern und ihr Trainer Markus Papst. Die Mädels bereiten sich zurzeit in einem Kriegslager für die Tore auf dem Bundesprogramm Nord. Dafür alles Gute und viel Erfolg. Danke, dass ihr hier seid. So, das war's mit der Auszeit genommen von Alexander Weibel vom Dresdner SC. Wir sind in der entscheidenden Phase dieses zweiten Satzes beim Topspiel. Alle anderen Spiele der Volleyball-Bundesliga und jede Menge Infos über die Volleyball-Bundesliga, die gibt's im Übrigen auch auf sportdeutschland.tv. Jennifer Gerthis und erfreut sie sich und legt einen Sprint ein nach dem Block gegen Ivana Mrdak. Und ich habe es doch gesagt, entschieden ist hier aber mal noch gar nichts. 3 Punkte Rückstand aufgeholt vom SSC Palmberg Schwerin. Nächste taktische Auszeit Dresden. So. Morgen Fußball. Und zwar ganz großer Fußball. SSC Neapel gegen RB Leipzig auf Sport 1 ab 19 Uhr. Die Europa League. Peter Dumancic mit dem Aufschlag. Fehler und das in der Phase. Da wollte sie zu viel Druck machen. Der war aber mal deutlich unter der Netzkante. Und die ist 2,24 Meter hoch bei den Frauen. Der war so mittig im Netz. Geht nur der hohe Ball. Und das macht sie gerne. Denise Hanke mal den zweiten Ball schlagen. Hat sie bisher heute noch gar nicht gezeigt. Aber wenn nicht beim entscheidenden Ball, wann denn dann? Denise Hanke. Hier mit der linken Klebe. Punkt 23. Es geht bis 25 bei mindestens 2 Punkten Vorsprung für die siegreiche Mannschaft. Heißt, wir haben jetzt gleich auf jeden Fall Satzball. Die Frage ist nur, für wen? Der ist drin! Satzball Schwerin! Zweimal wird der Mund von Denise Hanke belohnt.
Mürtelsroth verschätzt sich. Der hat aber auch eine schöne Länge gehabt, der Aufschlag. Sie zieht wieder durch, garantiert. Klar. So, geht nur der hohe Ball. Und da ist die Chance für Schwerin. Über Gertis kommt erstmal nicht durch. Das war vielleicht ein bisschen hastig von Jennifer Gertis. Aber Schwerin bleibt am Drücker und macht noch nicht. Guck, was ist denn das für ein Ballwechsel hier? Und da ist die Volleyballerin des Jahres da, macht den Satz zu. Und Schwerin führt gegen Dresden mit 2:0 nach Sätzen. Was ist das für ein emotionales Volleyballspiel hier? Beide Teams kämpfen um wirklich jeden Ball. So, jetzt gibt's hier eine kurze Pause, so schwer das jetzt auch gerade fällt. Sie haben zu Hause die Chance, 25.000 Euro zu gewinnen. Und dann geht's hier weiter mit dem Topspiel der Volleyball-Bundesliga. Dicht. Und wie immer oder wie häufig gilt, wer zuerst am Ball ist, verliert das Rückduell. Jennifer Gertis war vor Katharina Schwaber am Ball und die hat dann halt als letztes den Impuls gehabt und den Punkt gemacht. Bei Schwerin ist Jelena Olovic auf dem Feld geblieben für Greta Schachmari. Hat die Annahme doch arg stabilisiert für die Heimmannschaft und damit dazu beigetragen, dass Schwerin sich auch den zweiten Satz geholt hat. Hier Koronen. Ist jetzt, was die Punkte betrifft, zweistellig, die Finnen. Das war ihr 10. Punkt. Noch eine Spielerin, die schon 10 Punkte gesammelt hat. Das ist Lori Barfield. Bei Schwerin. 2 Punkte für Schwerin in diesem dritten Satz. Beide durch Fehlaufschläge Dresdens geholt. Gucken wir mal ganz kurz drauf. Dresden ist jetzt bei 6 Fehlaufschlägen. Schwerin hat 5 an der Zahl. Oh la la, der ist auf der Linie. Der Ball Lauren Barfield mit dem Ass. Also die hat wirklich einen Lauf heute, die US-Amerikanerin. Volle Konzentration im Annahmeriegel der Dresdnerinnen. Und da hat sie sich gedacht, ach, wenn ich gerade eben doch so einen wunderschönen langen Aufschlag gemacht habe, versuche ich es mal mit dem kurzen. Hat aber nicht so richtig funktioniert bei Lauren Barfield. Der Aufschlag war ein bisschen zu kurz. Dresden hat gewechselt auf der Mittelblockposition. Barbara Wezorke ist reingekommen für Sascha Planinczek. Hier haben wir sie im Gespräch mit Alexander Weibel. In der Mitte ist Dresden sehr, sehr stark besetzt mit Wezorke, Planinczek und Mördak. Peter Dumančić mit dem Einbeiner über Kopf, relativ dicht bei der Zuspielerin gespielt. Nicht ganz raus an die Antenne. Schwerin ist 2 Punkte vorn. So, es gibt auch einen Wechsel auf der Zuspielposition bei Dresden. Maddie Buck ist reingekommen für Marina Apitz. Also jetzt versucht Alexander Weibel fast alles schon, um dem Ganzen hier nochmal einen neuen Impuls zu geben. Ja, da war ja schon fast mit Ansage. Jennifer Gertis hat Zeit, den Dankeball perfekt nach vorne zu bringen. Und wenn dann Denise Hanke in der Rotation vorne steht, dann macht sie wie hier einfach mal Klatsch. Zweiter Ball mit der linken Klebe rein. Punkt. Schwerin. Und Alexander Weibel wechselt weiter kräftig durch. Da muss jetzt was passieren bei Dresden, wenn sie das hier noch drehen wollen. Aber wie ich schon in den ersten beiden Sätzen gesagt habe,
immer ruhig bleiben. Entschieden ist hier noch gar nichts. Auch wenn die Fehler jetzt zunehmen beim Team in Schwarz. Luisa Lippmann schlägt auf. Und noch ein Ass hinterher. Also jetzt läuft es für das tanzende Knäuel in Gelb. Aber mal richtig gut. Dresden muss aufpassen, um wieder reinzukommen ins Spiel. Starting positions, yeah, a lot of our serves, we went to make pressure, are really pretty long, so the all on the line are really starting super deep, yeah, we can take a little bit shorter touches, make a little bit more shorter serves into the seam, and their serves are really good now, yeah, just accept this on the sideline, no problem, just read a little bit earlier and move a little bit faster, okay, come on. Guckt sich das hier ganz genau an. 5 Punkte liegt sein Team hinten, 0-2 nach Sätzen hinten gegen Schwerin. Jetzt wächst der Schweriner Vorsprung. 2 Sätze war das hier ganz, ganz eng. Jetzt hat Dresden gerade eine Schwächephase. Volle Konzentration, um aus diesem Loch wieder rauszukommen beim Dresdner Annahmeriegel. Annahme ist so lala. Oh, starker Angriff von Jasper, gute Abwehr von Olovic. So, und jetzt hat dann auch Schwerin mal einen Punkt liegen lassen. Das wird Dresden freudig mitnehmen. Luisa Lippmann hatte da schon Anlauf genommen, um angreifen zu können. Marit Jasper mit dem Lob. Rein ins Feld. Ich sage ja, hier ist noch lange nichts entschieden. Dresden ist stark genug, um auch hier wieder zurückzukommen. Pia Kohonen konzentriert sich auf ihren Aufschlag. Der ist deutlich zu lang. Schwerin bleibt 5 Punkte vorn. Jelena Olovic geht zum Aufschlag. Dresden sortiert sich in der Annahme. Schwieriger Ball. Der Jasper, die geht auch ganz sicher. Sie hatte keine Angreiferin, Denise Hanke. Deswegen hat sie sich dazu entschieden, den zweiten Ball rüber zu spielen. Marit Jasper, die niederländische Nationalspielerin am Aufschlag, hat da mal kurz zum Coach geguckt, zu Alexander Weibel, wohin sie denn aufschlagen soll.
Gerti Smit dem Shot in die Feldmitte. Das ist gerade ein bisschen Unordnung auf Dresdner Seite. Train nutzt die Unordnung. Oh, das war ein guter Aufschlag von Domancic. Sehr druckvoll, sehr lang. Marek Jasper kommt in Schwierigkeiten. Und Alexander Weibel muss dann jetzt reagieren. Nimmt eine taktische Auszeit. Muss sein Team dann nochmal neu justieren. Okay, hoppa. Gehen Sie auf Nummer sicher mit Gegenbauer, der Dienstleister für Gebäudereinigung. Alle Infos unter gegenbauer.de/Schwerin. 6 Punkte Führung für Schwerin. Schwerin ist also auf einem guten Wege, Platz 2 in der Tabelle der Volleyball-Bundesliga zu erobern. Alle Infos rund um die Volleyball-Bundesliga im Übrigen auf Sportdeutschland.tv. Wieder ein guter Aufschlag. Und ein guter Block. Hinterher Lauren Barfield gemeinsam mit Denise Hanke. Gucken wir mal, wer die Finger dran hatte. Ah. Sieht fast eher nach Lauren Barfield aus. Gucken wir mal, was Statistik sagt, der den Ball gut geschrieben kommt. Letztlich wird es Schwerin egal sein. Punkt ist Punkt. Es wird jetzt gerade ein bisschen böse für Dresden. Das wird Dresden nicht wollen. Deswegen kämpfen sie sich da jetzt noch mal ran. Das wird zumindest das Ziel sein. Aber ohne Annahme wird das natürlich schwierig. Mittlerweile sind es 9 Punkte Vorsprung für Schwerin. Annahme ist gut. Von Lukas Roth, die da ihr Team nochmal anfeuert. Hier haben wir sie im roten Trikot beim Dresdner SC. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. In Satz Nummer 1, da war Schwerin mit 5 Punkten hinten. Mit 10 zu 15. Und hat den Satz noch gebogen. Heißt also, das ist zumindest in der Theorie auch für Dresden möglich.
soll es schon mal Partystimmung hier in der Palmberg Arena in Schwerin. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Heißt, Dresden wird hier alles dran setzen, um noch mal ranzukommen. Das ist Madison Buck, die zweite Zuspielerin des Dresdner SC. Versucht es mit einem langen Aufschlag. Aber Schwerin macht dann jetzt wirklich einen souveränen Eindruck in dieser Phase. Schönes Tempo über außen und Luisa Lippmann mit all ihrer Athletik. So, jetzt verstehe ich gerade nicht so richtig, was die Schiedsrichter da entscheiden. Manfred Bormann hat da mal hingeschaut. Zum Linienrichter, der hat ihm was angezeigt und sie sind sich alle ein bisschen unsicher, was denn war. Deswegen hat Jennifer Gerzis da auch mal nachgefragt als Mannschaftskapitän beim ersten Unparteiischen. Dann gab es keine große Diskussion, wie dem auch sei, Punkt Dresden. Luisa Lippmann mit persönlichem Punkt Nummer 12 hat damit gleichgezogen mit Lauren Barfields, was die Punkte betrifft. Das war sauber gespielt von Dresden. Freischuss für Ordanova, heißt kein Schweriner Block, weit und breit. Dresden kämpft, das kann man eben nicht absprechen, aber es ist dann manchmal jetzt auch ein bisschen unglücklich. Blockt sie noch mal hinterher. Punkt Nummer 11 für Dresden. 19:12. 4 Korrunden geht an den Aufschlag. Dresden muss da jetzt maximales Risiko im Aufschlag geben, wenn sie denn noch mal zurück wollen in dieses Spiel. So kann es gehen, wenn man dann auch mal auf Schweriner Seite ein bisschen übereifrig ist. Genau so ist es richtig. SSC, Schlachthof. Oh, Lange. Karocci und Lippmann sind sich da ins Gehege gekommen. Das Risiko muss Dresden jetzt nehmen. Eigentlich bei jedem Aufschlag. Und mal hoffen, dass es eine Serie gibt. Er hat ja gesagt, natürlich will er das Spiel hier heute gewinnen, aber eigentlich ist sein Fokus darauf, bei den entscheidenden Spielen mit seiner Mannschaft also richtig in Form zu sein. Heißt in den Playoffs und im Pokalfinale. Pokalfinale am 4. März im Übrigen live auf Sport. Das Schiedsgericht hat einen Netzfehler gepfiffen. Ein Netzfehler des Dresdner SC. Gucken wir mal hin. Da ist rechts im Bild
im Bild. Eva Hordanova, war die mag es nicht so richtig. Ich glaube, das Netz hat gewackelt. Ich habe nur nicht gesehen, wo es da die Berührung gab. Der Ball hat das Netz außerhalb der Antenne überquert. Das ist nicht regelkonform, deswegen gibt es den nächsten Punkt für Schwerin. Das werden wir jetzt hier sehen. Da hier rechts die Antenne rot-weiß gestreift. Begrenzt das Feld in der Seite. Der Ball muss innerhalb der Antenne über das Netz. Aber hat er in diesem Fall nicht getan, deswegen gibt es den Punkt für Schwerin. Nächste Chance für Dresden. Danach sind die Faxen dicke. Madison Buck, wenn ihre Angreiferin den Ball nicht totbringen, dann macht sie es als Zuspielerin halt selber. Farbe geht neben das Feld. Das bedeutet, Schwerin braucht hier nur noch zwei Punkte, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. Nochmal auf. Und dann darf Lauren Barfield nochmal durch die Mitte mit dem Aufsteiger den Punkt machen und sorgt damit für insgesamt 10 Matchbälle für den SSC Palmberg Schwerin. Und Denise Hanke hat den ersten. Luisa Lippmann darf hier finalisieren. Schwerin schlägt Dresden mit 3:0. Und das ist in der Deutlichkeit eine Überraschung. Zwei umkämpfte Sätze, ein deutlicher Satz. Kurze Pause und dann sind wir zum Feiern nochmal zurück hier in der Palmberg Arena. Wir kommen zum Tippspiel unter den Banden.